Tennis auf Teleclub wird Ihnen präsentiert von Cornercard, Ihr Spezialist für Kredit- und Prepaid-Karten. Der Traum ist Realität. Die Schweiz ist Weltmeister im Tennis. Im Leistungszentrum in Biel wird voller Stolz der Davis Cup präsentiert. 110 cm hoch, 105 kg schwer und jetzt in Schweizer Hand. Als erst 14. Nation in der über 100-jährigen Geschichte konnte sich die Schweiz diesen Titel sichern. Und alle haben etwas davon. Der Davis Cup geht auf eine Tour de Suisse und wird während den Turnieren in Genf, Gstaad und Basel zu bestaunen sein. Der Gewinn des Davis Cup, die Krönung für das erfolgreiche und historische Schweizer Tennisjahr, auf welches wir zusammen mit Swiss-Tennis-Präsident René Stambach zurückblicken. Es hat einmal sehr gut angefangen am Australian Open mit dem Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka, der ein super Match gespielt hat, im Viertelfinale Djokovic geschlagen, wo er vorher dreimal sehr, sehr hart dran war, auch diese Match zu gewinnen. Ich mag es besonders gewonnen, dass er das Turnier heimnehmen konnte, weil es ist sein erster Grand-Slam-Titel und bedeutet nicht nur ihm, sondern auch der ganzen Tennis-Schweiz viel. Dann ist es durch den Sommer durch auch super weitergegangen mit den Junioren. Wir haben Jill Teichmann, der an den Youth Olympic Games in Nanjing, China, eine Goldmedaille geholt hat im Mixed-Doppel mit ihrem Partner aus Polen. Wir haben im Juniorensektor Johan Nikles, den ich nicht möchte unerwähnt lassen, der ein paar Juniorenturniere gewonnen hat in der ITF-Weltrangliste, ab dem 1. Januar unter den 25 Besten der Welt wird sein, mit einem sehr grossen Potenzial. Und ich glaube, der macht seinen Weg und ich hoffe es vor allem. Dann haben wir aber auch bei den Mädchen mit der Belinda Bencic jemanden gehabt, der zur Newcomerin des Jahres von der WTA gewählt worden ist. Mit ihren hervorragenden Leistungen. Sie ist jetzt glaub, fast in den ersten 30 oder ganz knapp davor. Und nicht vergessen möchte ich die anderen Mädchen, die auch sehr gut gespielt haben innerhalb des Fed Cup Team. Jetzt sind wir immer noch Weltgruppenangehörig. Das scheint mir eine tolle Leistung zu sein. Wir haben keine Top-10-Spieler, aber wir haben eine sehr grosse Dichte zwischen 30 und 60 WTA-Ranglisten. Dann ein weiterer Höhepunkt, sicher im Roger seine Leistungen mit dem Turnier, das er gewonnen hat, auf 1500 und 250er ATP-Niveau. Und natürlich der Final Grand Slam und zwei Halbfinale Grand Slam. Diese Leistung muss man das erste Mal bringen. Und das hat er, glaube ich, eindrücklich bewiesen, dass er dort noch eigentlich ziemlich viel kann erreichen kann. Dann komme ich eigentlich schon zum Schluss von der Saison. Absoluter Höhepunkt, und das ist wirklich der Höhepunkt für mich persönlich. Lille, Davis Cup Final gegen Frankreich, 3-1. Unglaublich, fantastische Einzel gewesen. Der Wawrinka hat eröffnet mit einem Sieg und das hat, glaube ich, ziemlich viel Rückenwind gegeben. Das Doppel, eines der besten Doppel, die wir je gesehen haben, die zwei Spiele. Wahrscheinlich sogar seit 2008 Olympische Spiele in Peking, wo sie Goldmedaille geholt haben. Trainiert von einem absoluten Fachmann, der Evaluti als Captain beizogen hat. Der Trainer der Bryan Brothers, Nummer 1 der Welt. Ich glaube, das war ein sehr guter Schachzug. Und dann der Roger, der nicht in Topform, wegen seinem Rücken, das Einzelne sehr souverän gönnt gegen den Bento am Sonntag und damit den Davis Cup zum ersten Mal in über 100 Jahren als 14. Nation die Schweiz gönnen. Welchen Anteil hat Swiss Tennis an diesen Erfolgen? Gut, die Gründe sind natürlich vielschichtig. Also wir können uns nicht aufs Wappenschuh schreiben, dass wir jetzt für das alles verantwortlich wären. Nein, sicher nicht. Also wir verfügen über eine fantastische Infrastruktur hier in Biel. Wir haben 5 Hallenplätze, wir haben 8 Aussenplätze. Gerade daneben noch einmal 12 Aussenplätze und 3 Hallenplätze vom Tennisclub Biel. Das kenne ich 300 Meter von da. Dann haben wir hervorragende Coaches. Die meisten haben selber auf der Tour gespielt. Wir haben sehr gute Leute in der Administration, der Spitzensport-Nachwuchschef Alessandro Greco, ausgebildet, sehr kompetent und auch sehr praxisorientiert und unternehmerisch. Und das Letzte ist mir eigentlich sehr wichtig. Und dann gilt es natürlich vor allem auch der Infrastruktur so zu halten. Da. Wir haben auch Pläne, noch ein bisschen auszubauen. Wir platzen aus allen Nöten. Also wir haben hier 5-Fachhaller im Winter, Samstag, Sonntag ist das zu wenig. Wir haben ja noch internationale Partner-Academy hier, wo auch 20 Leute trainieren und hier schlafen, essen und ihr Leben verbringen. Und dort gibt es vielleicht dann einen Ausbaupläne, den ich realisieren in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Da sind wir im Gespräch und werden wir schauen, wie das weitergeht. Der Bieler Stadtpräsident Erik Fehr überreichte Swiss Tennis eine Ehrung für den Gewinn des Davis Cup.
Weshalb hat man sich eigentlich für den Standort Biel entschieden? Das ist historisch zu betrachten. Man hat vor 24 Jahren, wo man das Center gebaut hat, das war noch vor meiner Zeit, hat man politisch gewusst, dass es eigentlich nur in der Mitte der Schweiz geht. Also man kann das nicht in Zürich machen, sonst sind Genfer verrückt. Und wenn man es in Lausanne macht, dann sind St. Gallen verrückt. So, man muss das irgendjemand machen, der alle etwa die gleich langen Wege hat. Aber Biel hat das Rennen gemacht, vor allem auch, weil der Kanton Bern uns geholfen hat, mit einem Standortförderungsprogramm auch Mittel zu generieren. Das waren Darlehen, die wir bekommen haben, eben, um das Center zu bauen. Und ich glaube, das war ein sehr guter Entscheid. Ich wüsste nicht, wo man das sonst betreiben möchte. Und wie sieht die Zukunft für Federer, Wawrinka und Bencic aus? Ich glaube, die haben ihre Zenit alle. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das über den Roger sage, aber die haben ihn noch nicht erreicht. Der Roger kann ganz gut noch eins oder zwei Grand Slams gewinnen. Da hat mich letztens jemand gefragt, ein Kollege von dir, eben, ob der Federer dann überhaupt noch in der Lage sei, das wieder können, zu leisten, was er geleistet hat. Und ich habe gesagt, für all die, die nicht in Lille waren, ist es schwierig zu beantworten. Für die, die den Match gesehen haben in Lille, als dritten und wichtigen Punkt, die werden nicht daran zweifeln, dass das möglich ist. Wawrinka sehe ich auf jeden Fall, ist reif für einen weiteren Grand Slam, ganz sicher sogar. Und wenn Belinda Bencic gesund bleibt und so weiterspielt, nichts dazwischen kommt, dann glaube ich auch, dass sie die Chance hat, in die Top 10 zu kommen. Und auch jetzt ihre WTA-Turnier anfängt zu gewinnen. Sie ist ja ein paar Mal schon weit gekommen, aber jetzt wollte sie wahrscheinlich auch einen Titel gewinnen. Sie wird jetzt auch dann etwa 18. Und das ist dann die Reife, die im heutigen Damen-Tennis, dort fängt es eigentlich erst steht. Also sie hat eine ganz grosse Zukunft vor sich.